liegt es eigentlich, dass ich mich in manchen Videokonferenzen sehr wohl fühle, richtig willkommen, richtig gut und in manchen Videokonferenzen weniger gut? Ich glaube, das hat was mit der Gestaltung zu tun. Denn Videokonferenzen sind ja auch nur Räume, virtuelle Räume. Und ähnlich wie physische Räume, wie zum Beispiel dieser Raum hier, kann man sie gestalten. Also bei physischen Räumen, zum Beispiel unserem Zuhause, geben wir uns alle größte Mühe, dass es gemütlich ist, dass es ein schönes Zuhause ist, dass wir uns wohlfühlen. Und auch Arbeitsräume, ich denke da zum Beispiel an mein Büro, habe ich so eingerichtet, dass es praktisch für mich ist. Also zum Beispiel, dass ich vom Schreibtisch einfach ins Regal greifen kann und die Bücher habe, die ich häufiger brauche. Und auch Lern- und Lehrräume gestalten wir. Wenn ich da zum Beispiel an Klassenräume einer Schule denke. Manchmal ist es so, dass diese Klassenräume so gestaltet werden, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst wenig Ablenkung bekommen. Manchmal ist es aber auch so, dass Klassenräume so gestaltet werden, dass die Ergebnisse, die Dinge, auf die die Schülerinnen und Schüler vielleicht stolz sind, im Raum angeordnet werden und ja, insgesamt wir uns Räume so gestalten, dass sich diejenigen, die darin lernen, lehren, arbeiten, leben, wohlfühlen. Und bei virtuellen Räumen könnte das eigentlich auch so sein. Ich stelle aber immer wieder fest, dass bei virtuellen Räumen dieser Aspekt gar nicht so die zentrale Rolle spielt. Man gibt sich nicht unbedingt Mühe, diesen Raum so zu gestalten, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Lernenden, die Arbeitenden entsprechend wohlfühlen. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass diese Videokonferenzräume nicht primär für Lehr- und Lernkontexte gestaltet sind, sondern primär einfach für Sitzungen. Und dafür funktionieren sie ja auch richtig gut. Aber gerade für Lehr- und Lernkontexte könnten wir, denke ich, davon profitieren, wenn wir uns mehr Gedanken machen würden darum, wie wir diese Räume gestalten. Nun werden vielleicht einige denken, wie kann man solche Räume gestalten? Also die kann ich ja nicht gestalten wie eine Wohnung oder wie einen Arbeitsraum. Ja, zumindest noch nicht, denke ich. Aber man kann natürlich das Umfeld gestalten. Man kann entsprechende Vorgaben machen. Man kann eine Etikette beispielsweise definieren für das Zusammenarbeiten, Zusammenlernen in diesem Videokonferenzraum. Das ist beispielsweise vielleicht auch ganz gut übertragbar bezüglich des Internet, konkreter gesagt des WWWs, also des World Wide Web, dem Inhaltsspeicher des Internets. Denn das ist auch etwas, was ein neuer Raum, der erstmal sehr frei war und den wir Stück für Stück gestaltet haben und wo tatsächlich auch noch Gestaltungspotenzial ist und Gestaltungsbedarf meines Erachtens auch. Aber das wäre jetzt wiederum ein eigenes Video. Nur bei Videokonferenzräumen ist es genauso. Also das heißt, genauso wie neuen Räumen, wie zum Beispiel das Internet oder auch physischen Räumen, dass man sie gestalten kann und dass es tatsächlich aber bisher noch relativ wenig geschieht. Vielleicht mal ein paar Erfahrungen, vielleicht mal ein paar Beispiele, damit klarer wird, was ich mit diesem Gestalten meine. Zum Beispiel habe ich schon erlebt, dass es, das war jetzt konkret bei einer Tagung, da wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, vom Tagungsorganisator ihre Kamera doch bitte auszuschalten, also das heißt nicht mit einem Videobild an der Tagung teilzunehmen, was üblich ist, sondern eben nur mit einer schwarzen Kachel und dem Namen. Und ich fand das sehr befremdlich. Die Begründung war, dass das der Wunsch des Redners, der Rednerin ist, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sie nicht ja, irritieren. Und das finde ich total merkwürdig. Also, weil wenn ich einen Vortrag halte oder einen Workshop organisiere, dann mache ich das doch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und es ist ja merkwürdig, wenn ich diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht sehen kann. Beispielsweise, wenn ich Fragezeichen in den Gesichtern sehen würde, dann kann ich ja gar nicht darauf Bezug nehmen. Oder auch, ich sehe ja gar nicht, wenn jemand zustimmt oder sich vielleicht über einen Scherz, den ich gemacht habe, freut. Ja, irgendwie komisch. Also, das heißt, also da wünsche ich mir, dass wir zum Beispiel gerade auch was die Kameranutzung und auch übrigens auch was die Mikrofonnutzung betrifft, einfach nachdenken, was sinnvoll ist und dann entsprechend entscheiden. Und bei der Kameranutzung denke ich da häufig daran, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn man diejenigen, zu denen man spricht oder mit denen man spricht, jetzt im Sitzungskontext oder auch vor allem im Kontext von einer Lehrveranstaltung, dass es ganz wesentlich ist, dass man sich natürlich sieht und nicht nur hört oder denkt, dass da hinter dieser schwarzen Kachel irgendeine Person ist. Also ich glaube, da besteht durchaus Gestaltungsbedarf, einfach durch freundliche Vorgaben von Seiten der Lehrenden, zum Beispiel bei einer Lehrveranstaltung oder von Seiten der Tagungsorganisatoren, Vorgaben zu machen, die entsprechend das Zusammenarbeiten, Zusammenlernen innerhalb dieser Videokonferenzräume angenehm machen. Ein weiterer Aspekt könnte beispielsweise sein, auch wie Arbeitsprogramme oder wie auch Tagungsprogramme oder auch beispielsweise, dass der Ablauf einer Lehrveranstaltung gestaltet wird. Hier vielleicht ein Beispiel auch aus einer Tagung, die ich erlebt habe. Da war beispielsweise zum Beginn der Tagung war eine Stunde für das Ankommen eingeplant. Und ja, das mag sinnvoll sein, bei einer Präsenztagung, wenn man gerade aus dem Zug oder aus dem Flugzeug fällt, nach einer langen Reise gegebenenfalls und dann erstmal ankommen möchte, vielleicht auch erstmal mit Kolleginnen und Kollegen etwas erzählen oder vielleicht auch etwas zu sich nehmen, etwas essen. Aber bei einer Videokonferenz brauche ich doch nicht unbedingt diese Zeit fürs Ankommen. Sinnvoller wäre sie zum Beispiel dann investiert, wenn man statt des Ankommens einfach bereits eine Kennenlernmöglichkeit einrichten würde. Oder gleiche Tagung ging über 3 Tage und war komplett vollgepackt mit Vorträgen und Workshops. Und auch das ist etwas, was aus einer ja, einer Präsenzlogik, also aus der Logik einer Präsenztagung, aus einer Face-to-Face-Tagung herrührt. Nämlich, dass wenn man schon diesen weiten Weg auf sich genommen hat und dann entsprechend da ist, dass man dann möglichst viel auch unterbekommen möchte in diese knappe Zeit, 2 oder 3 Tagen, wie lang eben die Tagung dauert. Und das dann eben erfahrungsgemäß sehr eng getaktet wird. Bei einer Videokonferenz habe ich nicht unbedingt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum bestimmten Zeitpunkt anreisen und zum bestimmten Zeitpunkt wieder abreisen müssen. Ich könnte das entsprechend ein bisschen entspannen oder über die Woche verteilen und es für alle Beteiligten etwas angenehmer machen. Beispielsweise mit etwas längeren Bildschirmpausen oder ähnliches. Dieses Beispiel soll zeigen, dass wir immer noch sehr, auch wenn wir in anderen Räumen, in virtuellen Räumen unterwegs sind, online, immer noch sehr verhaftet sind an die Logiken, die wir mit Face-to-Face-Präsenztagungen in Verbindung bringen und gar nicht so sehr darüber nachdenken, dass jetzt die Situation eine andere ist. Ein weiteres Beispiel in diesem Zusammenhang finde ich, so um einen Vorteil, wirklich einen tollen Vorteil von Online, also von Videokonferenzen zu nennen, beispielsweise Breakout-Rooms und die Möglichkeit, relativ schnell auch größere Gruppen in kleine Kongress- und Arbeitsgruppen zu bringen. Ich nenne das gerne Murmelgruppen, zum Beispiel bei meiner Vorlesung. Und da erinnere ich mich an eine Situation, die in Face-to-Face sind, also als Präsenzveranstaltung stattfand und die erstmal schief ging. Also ich habe versucht, die 400 Studierenden, die im Vorlesungssaal saßen, versucht, nicht zufällig zusammenzubringen oder entsprechend so, wie sie
im Raum saßen, sondern habe die Idee gehabt, relativ spontan, sie fächerbezogen zusammenzubringen, zu Murmelgruppen, zu Diskussionsgruppen. Was ich aber da in dem Moment nicht bedacht hatte, war, dass das einen riesen Tumult natürlich gibt, gerade dass viele Vorlesungsräume auch so gestaltet sind, dass man gar nicht so unbedingt sich so gut darin bewegen kann, sondern wenn einer aus der Reihe sich aus der Reihe bewegen möchte, muss die ganze Reihe aufstehen. Also es war ein riesen Durcheinander. So etwas funktioniert zum Beispiel online, funktioniert richtig einfach. Per Tastenklick kann ich zum Beispiel die 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner Vorlesung in 20, 30, 40 Breakout Rooms in kleine Murmelgruppen entsenden. Das Ganze passiert dann zufällig, was auch den Vorteil nochmal hat, dass sich nicht immer nur die Studierenden kennenlernen, die sich ohnehin schon kennen, weil sie zusammensitzen, sondern eben auch darüber hinaus sich zufällige Bekanntschaften innerhalb der Kommilitoninnen und Kommilitonen ergeben. Was zum Beispiel aber auch geht, wie das Beispiel, was ich gerade genannt habe, dass sich Studierende dann von selbst einem bestimmten Raum zuordnen können und sich dann eben entsprechend Themen oder Fächer bezogen, jetzt in diesem Fall war das ja so in meinem Beispiel, Fächer bezogen dann zuordnen können. Also ein riesengroßer Vorteil gegenüber der Face-to-Face- bzw. Präsenzsituation. Sie merken, ich könnte ja an diesem Punkt noch viel, viel mehr erzählen. Vielleicht noch ein Beispiel. In allen Zusammenhängen haben wir und profitieren wir von Ritualen. Beispielsweise gibt es ein sehr schönes Ritual, wie ich finde, in akademischen Kontexten, wenn jemand einen tollen Vortrag gehalten hat, wenn jemand eine gute Leistung vollbracht hat, dann klopfen die Kommilitoninnen und Kommilitonen oder die Kolleginnen und Kollegen klopfen dann auf Holz. Und das kann man zum Beispiel auch in einer virtuellen Sitzung einführen. Ich find das sehr lustig auch, wenn man dann moderiert. Und wer Interesse hat, schaltet jetzt sein Mikrofon an und klopft entsprechend für die Vortragende, für den Vortragenden auf Holz. Funktioniert richtig gut, ist ein schönes Ritual und es gibt natürlich noch viele, viele mehr, die man in Online-Räumen verwenden kann und die sich gerade für das Online-Zusammenarbeiten, für das Online-Zusammenlernen auch richtig gut eignen. Und das meine ich, wenn ich meine, dass wir die Online-Räume, die Videokonferenzräume gestalten sollen. Also, dass wir uns Gedanken machen, wie kann ein wirklich lernförderliches ein Setting sein, das uns alle willkommen heißt. Wie kann das aussehen? Was kann man übernehmen aus Face-to-Face- und Präsenzzeiten? Und was ist beispielsweise die Besonderheit von Online-Zusammenkünften, von Videokonferenzsystemen und was kann man entsprechend da herausstellen? Also wir uns mehr Gedanken machen sollten über die Besonderheiten dieses besonderen Settings. Ich finde, in den letzten Monaten, in denen pandemiebedingt ganz viele von uns in Online-Konferenzen, in Videokonferenzen gearbeitet, gelehrt, gelernt haben, haben wir unglaublich viel gelernt. Aber ich finde, wir können tatsächlich noch ein bisschen mehr dazu lernen und Räume dann so gestalten, dass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechend wohlfühlen. Und es gibt noch eine Gruppe, die durch die Gestaltung und die auch entsprechend noch etwas mehr lernen kann, nämlich, ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass die Videokonferenzsysteme einfach aus einem anderen Kontext in Lehr-Lern-Settings übertragen wurden. Eigentlich sind sie gemacht für Sitzungen, und dafür sind sie auch richtig gut geeignet. Aber für Lehr- und Lernkontexte, da könnten gerade auch die Anbieter dieser Systeme auch noch ein bisschen mehr dazu lernen und auch noch ein bisschen sie so gestalten, dass Lehr- und Lernkontexte lernförderlich und entsprechend auch angenehmer zu gestalten sind. Da gibt es durchaus noch einiges, was man noch verbessern kann.